Okay, so Sherry. Oh, hier ist noch ein Kräutchen. Können wir nicht nehmen. Achso. Ja, der Ashley bei Resident Evil 4 muss ja mal runterhelfen bei Leitern und die kleine Sherry kriegt das allein hin. Natürlich ist das Mistteil verschlossen. Warte! Sherry, was machst du? Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen. Na, auf geht's. Mann, verdammt mieses Teil! Ach, mach mir nichts. Ein Ding ist ganz unten gefallen. Sherry? Hallo? Ah! Gut gemacht, Sherry. Ja, das war vorzüglich. Was ist das? Acht Minuten bis zur Detonation. Sherry, kommst du? Ja. Sherry! Warte mal, wir können hier gerade was. Ah, einen Schuss habe ich ja noch. Ich bin direkt hinter dir. Das machst du gut. Ich glaube, wir sind hier fast drauf. Ich glaube auch. Oh, ist noch ein rotes Kraut, da haben wir keine Verwendung für, also keinen Platz. Versuchen wir es. Gut, rotes Kraut. Ja gut, ich könnte meine Resistenz damit verstärken. Komm, das kann weg. Aber ich glaube, das kann auch weg. Ja, wie gesagt, ich kann meine Resistenz ein bisschen erhöhen. Dann kann ich auch ein Kampfmesser wieder nehmen. Ups. So. Also ähnliches Ding gab es ja auch in Resident Evil 2 im Original. Oh, Minigun. Ja gut, da brauche ich gleich noch ein Plätzchen für. Und dann brauchen wir auch was für. Bedeutet, wir brauchen 4 Plätze. Also weg mit dem Kampfmesser. 7 Minuten bis zur. Ich kann es auch wegwerfen, oder? Komm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir. Irgendwas weiß ich nicht. Nehme ich schon mal mit. 400 Schuss. Ob wir das Armband noch brauchen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So, hier ist doch, hier ist es. Dann nehme ich das schon mal. Weil es braucht nämlich 2 Plätze. Das haben wir mit dem Leon ja auch schon. Was machst du? Ich muss diesen Zug in Gang bringen. Du rührst dich nicht vom Fleck, okay? Okay. Ich bleib hier, ich verspreche's. Gut. Sei vorsichtig. Immer. Du kennst mich doch. Du kennst mich doch. Noch ein rot-grünes. Ah, ich habe, glaube ich, ein falsches genommen. Fuck. Na, ist egal.
Werde ich schon irgendwie trotzdem hinkriegen, hoffe ich. Habe noch zwei Heilsprays plus so ein anderes Ding, das müsste ja genau. Okay. Irgendwas ist passiert. Okay, okay, funktioniert. Claire! Was? Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör zu, du musst hier raus. Schnell! Ich weiß, keinen Weg raus. Ich denke, wir können es alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon, die Verbindung bricht ab. Kümmere dich nicht um mich. Verschwinde von hier. Leon, Leon! Mist! Gut, dann mit der Minigun. Wow, das war knapp. Das war richtig knapp. Huiuiui, Leute. Huiuiui. Ab nach! Gut, jetzt müssen wir es doch nochmal, verwenden. Ich will jetzt gerade nochmal Granaten werfen. Wäre auch noch eine Idee, ja.
Jetzt kommen wir hier raus. Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauche dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel? Oh, ja. Claire! Leon! Ist so gut, dich zu sehen. Hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Hast du. Wer ist das? Das? Das ist Sherry. Okay. Scheiße! Was war das? Keine Ahnung. Du bleibst hier bei Sherry. Ich geh mal nachschauen. Zum letzten Mal Gong gehen. Gut, also es ist gut, dass er jetzt doch mal nachgefragt hat, wenn das Mädchen ist. Das habe ich ja damals ein bisschen kritisiert gehabt beim ersten Run. Aber da finde ich es ein bisschen dumm, dass er nichts sagt. Dass sie einfach sagt, ja, ich gehe gucken. Und du bleibst hier und er als Polizist sagt so, oh ja, gut, dann bleib ich halt hier. Gut, jetzt nehme ich alles mit, was ich noch hab. Oh. Na gut, die Minigun, die ist halt leer. Ich denke auch nicht, dass ich dafür noch Munition bekomme, weil wenn doch, dann wäre es ein bisschen komisch. So, speichern. Ja komm, speichern wir noch letztes Mal. Oder vielleicht noch nicht das letzte Mal, wer weiß. So, was habe ich jetzt überhaupt noch an Waffen? Also, ich habe jetzt hier noch... Okay, gut, ich kann ja noch ein bisschen Pistolenmunition herstellen. Aber keine Eile, wie ihr seht. Ah, ich habe keinerlei... Wow, ich habe alle Pulver aufgebraucht. Das ist natürlich heftig. Weil ich eigentlich dachte, ich hätte noch zwei. Hm, merkwürdig. Ah ja gut, ich will mich nicht beschweren, ne? Dann ist es so. Dann habe ich genau diese drei Waffen noch. Vier. Aber die ist halt leer. Okay. Gut, gucken wir mal, was da los ist. Komm schon.
Gib mir deine Hand! Also, seid ihr zwei, zusammen? Nein. Wir kennen uns erst seit letzter Nacht. Ja. Es wäre aber ein krasses erstes Date gewesen. Ja, allerdings. Schaut! Meint ihr, der könnte uns mitnehmen? Wenn's nicht nur die Stadt ist? Schaff Sherry hier weg. Komm. Also, ist es vorbei? Ich weiß nicht. Aber falls nicht, dann stoppen wir es. Was es auch kostet. Da kannst du Gift drauf nehmen. Solange wir zusammenhalten, packen wir das. Komm schon. Hey, ihr könnt mich adoptieren. Adoptieren? Ja. Wir holen uns einen Welpen. Einen Welpen? Und einen Papagei. Papagei? Ich wollte immer Tiere, aber Mom sagte, das macht nur Dreck. Ja. Und als nächstes an diesem langweiligen Mittwoch kommt ein Song, der euch richtig einheizt. Ja, ich brauche nicht eingeheizt werden. Ich habe 31 Grad hier drin. Also ich danke, aber nein, danke. So. 20 mal gespeichert. Oh, C, yeah. Ich habe B noch unterboten. Geiler Scheiß. Ja, das war lustig. Aber ich war ein bisschen schneller als beim Leon Run, seht ihr? Weil im zweiten Durchgang ist mir in der Regel ein bisschen schneller. Also so eine Stunde normalerweise, aber okay. Ja, ich führe es ein bisschen auf die Waffen zurück, weil ich mit denen nicht so zu... Ich kann mit denen einfach nicht so zurecht. Also am Ende hat man ja gesehen, dass die Quick Draw Army Dawn eine ziemlich geile Waffe eigentlich ist. Aber das Nachladen, das ist halt das Problem an der Geschichte. Deswegen war die mir nicht so zugesagt, aber... Die Schussfrequenz, die ist schon in Bossfights, ist die extrem geil. Also, gar keine Frage. Gut, wird durch das Nachladen wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, kaschiert das Ganze im negativen Sinne, aber, ja. Jo, Leute, wir haben's. Wir haben den Leon-Run und wir haben den Claire-Run. Jo, das Einzige, was jetzt noch bleiben würde, wäre eventuell Hank. Wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr es gerne mal kommentieren, ob ich das machen soll. Es wird, gut, im Endeffekt kann ich euch jetzt schon sagen. Ich werde nochmal mir einen Guide angucken, wie man den besten Weg nimmt. Und werde dann versuchen, irgendwie da durchzurennen. Weil sowas wie hier jetzt, einfach mal gemütlich von Raum A zu Raum B gehen, alles erkunden, alles finden... Das kann ich beim Hankdurchlauf nicht machen. Beim Hankdurchlauf musst du wirklich zielgerichtet durchrennen, musst wissen, von welchem Raum du, also welche Räumlichkeiten du in welche Reihenfolge abklappern musst. Und auch sogar, wann du welche Waffe einsetzt. Und selbst dann kann es sein, dass du verreckst. Also, ich kann es gerne machen. Sowas wäre natürlich geiler für einen Livestream beispielsweise. Weil dann sind auch so 10 Fehlversuche nicht so verkehrt. Da kann man auch ein bisschen von der Community noch ein bisschen aufgemuntert werden oder so. Aber ich weiß nicht, ob es als Let's Play taugt. Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle, ob es das wirklich bringt. Weil wenn, dann werde ich eh hin und her schneiden und werde dann zig Fehlversuche rausschneiden. Weil sonst habt ihr nachher, keine Ahnung, 8 bis 10 Parts. Und von denen sind 1 bis 2 Parts relevant. Also weiß nicht, ob das so... sinnvoll für alle Beteiligten wäre. Zum Run kurz, es gab ein paar Unterschiede zum Leon Run, aber ich fand die Unterschiede marginal, muss ich sagen. Also, ich habe ja schon mal auch erwähnt, von der Kontinuität ergibt das teilweise auch einfach keinen Sinn. Also, da hätte sich Capcom mehr Mühe geben können. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das im Original auch viel besser gelöst war.
Zum Beispiel die eine Szene, wo man als Leon beispielsweise das Maschinengewehr mitnehmen kann und lässt der Claire die Tasche liegen. So Geschichten halt einfach, damit die Claire im zweiten Durchgang die Tasche nehmen kann. Und sowas hat hier einfach komplett gefehlt. Da hat man auch gemerkt, dass sie sich da nicht so die Mühe gegeben haben. Anfangs hieß es ja sogar, dass es nur ein A-Szenario geben würde, dass es kein B-Szenario gibt. Gab es lange die Gerüchte, da haben sie es doch implementiert. Wahrscheinlich, weil viele Fans danach geschrien haben. Finde ich auch sinnig, weil ich würde schon gerne wissen, was macht die Claire in der Zeit, wo er mit Leon durchspielt und umgekehrt. Zumal, wie gesagt, am Ende trifft der Leon auf einmal auf das Mädchen und im A-Szenario hat er nicht mal gefragt, wer das ist. Im B-Szenario dann ja. Aber das hätte man besser ausbauen können, finde ich. Also da ist auch wieder ein Pluspunkt in Richtung Original, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage, von der technischen Seite ist das Spiel hier einwandfrei. Macht auch mega viel Spaß. Ich habe es jetzt insgesamt 7-8 Mal durchgespielt schon insgesamt. Ich glaube, Verhältnis 4-4 sogar. 4-mal Leon, 4-mal Claire. Also von daher macht mega Spaß. Ich habe auch die Platin geholt, habe es dafür auch mehrmals durchspielen müssen und es hat mir auch immer wieder wirklich Spaß gemacht. Das macht mir jetzt immer noch Spaß und auch der Hanklauf würde mir noch Spaß machen. Wie gesagt, die Frage ist nur, ergibt das Sinn jetzt für euch? Das weiß ich halt nicht. Und wie gesagt, wenn ich doch mal irgendwann vielleicht streamen sollte, man weiß ja nie, dann wäre das vielleicht echt interessant, das mal in einem Stream zu machen. Dann seht ihr mich mal live leiden. Aber ich will natürlich nichts versprechen. Gut, die DLCs, die anderen, die ich euch eingangs gezeigt habe, sind jetzt nicht so, hauen mich jetzt nicht vom Hocker. Also ich weiß nicht, ob ich sie euch zeigen müsste jetzt, ob das für euch so interessant wäre. Ich denke, das Hauptspiel war interessanter. Und ich habe die ganze Geschichte jetzt innerhalb von einer Woche durchgeballert, also Leon und Claire. Und weiß noch nicht, wann ich euch die Claire-Parts dann reinstelle. Ich bin jetzt aktuell beim vierten, ich habe den vierten Part vom Leon Run reingestellt. Heute Abend kommt der fünfte, also gleich in ein paar Minuten eigentlich, werde ich den fünften Part vom Leon Run. Und dementsprechend habe ich so einen gewissen Vorsprung, auch einen gewissen Puffer. Der war auch bitter nötig nach dieser Auszeit, die ich mir nehmen musste. Und ja, vielen Dank schon mal an alle, die mit dem Leon Run angefangen haben. Also Megford William, Templar Assassin, Miss Nanunana, ihr drei vor allem. Und alle anderen natürlich auch, die bis hierhin geschaut haben, die es komplett durchgeguckt haben. Und ja, kann sogar sein, dass jetzt vor diesem Projekt, sprich Claire, noch was anderes kam oder simultan hierzu was anderes. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, werdet ihr dann sehen. Wahrscheinlich ist es bis hierhin sogar schon beendet, weiß ich nicht. Gut, sonst brauche ich auch nichts sagen. Es bleibt dabei, ich finde das Original an sich besser. Aber beide Spiele machen mega Spaß. Und beide Spiele sind einfach 5-Sterne-Spiele. Also das ist einfach so. Das sind einfach beides auf ihre Art jeweils ein Klassiker. Ohne große Schwächen, meiner Meinung nach. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn noch Fragen sind, wie gesagt, stellt sie in den Kommentaren. Ich kann sie dann beantworten, logischerweise. Und auch wenn ihr irgendwie Fragen zu Resident Evil selbst habt, zu irgendwelchen Charakteren oder so, ich behaupte, ich kann einiges beantworten. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ja, danke für euer Interesse. Bis dann. Tschüssi.